Ja, hey und willkommen zurück zu Revival und erstmal fettes Danke für die 10k. Ich hatte irgendwie kurz überlegt, irgendwie sowas wie ein Special zu machen oder so, aber nachdem mir nichts Sinnvolles eingefallen ist, werde ich so ein bisschen am Ende von diesem Projekt was mehr oder weniger Spezielles noch zusammenbasteln aus allem, was halt so passiert ist und so weiter. Dementsprechend muss das wohl reichen, weil für mehr bin ich zu faul. Ja toll, ey. Bin heute ein bisschen im Dschungel unterwegs und suche da nach Tames und irgendwelchen Basen von irgendwelchen Gegnern. Und ja, dabei werde ich euch jetzt auch einfach mal ganz gediegen in die Folge reinschmeißen. An der Stelle noch das Übliche, ne? Wenn es euch gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Lass den Jenny jetzt einfach mal Jenny sein. Ich reiß den Scheiß jetzt nicht ab. Ich nehme mal die Hälfte vom Benzin mit, falls ich nochmal wiederkomme. Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob ich noch eine in der Nähe finde. Ansonsten laufe ich zurück, weil ich denke mal, mit drei dürften wir erstmal fein sein. Ich hätte natürlich jetzt hier baut auch tatsächlich jemand. Da baut jemand, okay. Guck mal, also ich weiß nicht, ob unser Spot oder in den Ruinen oder so, aber ich würde auf jeden Fall gerade von Parasaurus hier oben detected. Schon Metal bitte? Ich vermute unser Spot. Also du meinst den Gravity Spot da oben? Ja, ja, genau. Ja, da gehe ich stark von aus. Also eine Ruine bauen ist eigentlich dumm. Eigentlich schon, ja. Achso, okay, ja gut, dann wird es plötzlich oben drüber sein. Weiß ich nicht. Ja, kann sich kein Bonto drin drehen, ne? Mit Überdachung. Ja. Yep, hier oben steht eine Bude. Oh, die ist aber gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Was haben die? Das ist Case Fangirls. Was haben die? Einige Normals. Mal gucken, sehe ich doch Heavy. Kannst du uns Screen schießen oder? Ja, ich muss gerade Dingens anmachen. Aber also sicher ähnlich wie Beam, würde ich sagen, aber ich sehe keinen Heavy soweit. So, Muti ist fertig. Kann mir gleich einer mit Muti, dass er entgegenkommt. Ja, grüner Obi, hast du gesagt. Ja, Polysee dann halt. Ja. Ja, Rama mach erst, wenn Apfel callt, dass er da ist, ne? Ja, 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 ja. Nimm dir mit eine Lazarus mit und zieh die Rüstung an. Vex Piranhas oder Grebels oder was auch immer, dass du dann nicht ersäufst. Ah, lol, hier unten im Dschungel bauen ja ungefähr alle. Ja. Ah ja, hier ist Massenzucht am Start. Hast du schon Screens von den anderen geschickt? Geschickt noch nicht. Ich mach das gleich dann in einem Rutsch, aber der andere Typ kam mir halt direkt hinterher geeiert, deswegen. Leute, nee, das ist Zwergenbande. Hey, what the fuck, man? Der Spam ist einfach von einem anderen, als dann die Base. Das ist doch nice. Ich bin einfach am Strand, nur Rana. Fertig. Okay, also diese Zwergenbande hat auch ganz gut Turrets und zwei Heavies, also. Ne? Einfach alles screenen und sammeln. Naja. Und dann gucken wir mal nachher. Wie gesagt, der Russland-Spot zum Beispiel da oben und auch das Plateau daneben. Kann man halt auch mal checken. Dann die Ruine, der Spiralberg. Eventuell sogar der andere Spiralberg. Selber, ne? Auf Jungle mit. Da wo Höhlendamage ist, vielleicht ist da ja doch noch jemand doof genug und baut da. Das wäre halt mega lustig. Können wir die mit Grannys raiden gehen? Alter. Warum machen wir das tun sollten, aber ja. Ja. Okay. Wart halt Ressourcen, ne? Kannst auch nicht ganz so viel machen. Wenn die halt, klar, wenn die Metal haben, dann brauchst du halt schon ein bisschen mehr. Vielleicht um zu zeigen, was Höhlendamage bedeutet. Ach man, ja. Mit SM4, ich sehe halt ungefähr gar nichts im Nebel hier aufs Center. Ich sehe aber gerade auch nichts. Also gerade ist wirklich schlimm. Ich habe halt Gamma 2 und kann gerade so den Stein vor mir sehen, auf den ich zurenne. Soll ich mal Ende vom Redwood checken gehen und Höhle? Einfach nur, damit wir Bescheid wissen. Ja, wäre gerade ein Rocket Launcher geil gewesen. By the way, wir müssen gucken, dass wir ein paar Alphas klatschen, dass wir einen Rocket Launcher kriegen. Aktuell haben die Leute noch keine Rüstung, womit die Rocket Launcher überhaupt richtig überleben. Und so viel Movement wie die meisten skillen, hat auch kaum einer genug HP, um überhaupt einen Rocket Launcher Shot zu überleben. Also auf Tropical Süd waren zwei Alpha Raptoren, aber der eine war als Health Low. Egal. Gibt trotzdem ein halbes Level dann vielleicht. Ich glaube, du bist bei uns der Höchste, oder? Ich bin sogar 87, merke ich gerade. Lol. Okay. Dann spendieren wir eine Runde, Alter. Ach, die farmen direkt unter ihrem Spot, sehe ich gerade. Okay.
Was haben die? Ah, ich gucke. Give me a second. Ah, ich sehe. Breeden Tullys haben 5 Normals. Kommt man da irgendwie ran ohne. Du kannst einfach. Oh, er sieht mich. Hi! Also ich wäre theoretisch ready. Nein, ich gehe auch gerade nach oben und mitziehen. Das war stylisch, oder? Mhm, ja. Nice. Dann müssen wir gucken, dass ihr hier gleich überhaupt richtig euch bewegen könnt. Ich beiße euch mal einen Baum weg. Gato, guck mal noch in den Bronto rein, da liegt noch der Rocket Launcher drin. Das ist da zwei. Warte, vielleicht noch kurz, bis der Gato, bis der Bronto, ja, bis der Gato noch ein bisschen näher dran ist. Nein. Ach, hast du mich gerade als Bronto beleidigt? Nein. Boom. Ich schieße noch eine Rocket auf die andere Seite. Mhm. Viel Spaß. Fein. Apfel, chill so einen Moment, lass den Bronto halt wirklich erstmal vorrennen, ne? Ja, also ich würde auch gucken, dass ich den ganzen Spaß, der da jetzt rumeiert, vielleicht einfach schon mal kicke. Bevor du durch bist. Ja, die haben jetzt Panik. Zu Recht, würde ich behaupten. Der Typ ist mit Klopf noch. Ups. Kommt der gerade hier mit Megalozeus? Der krasse OP, ey, jetzt, man kennt ihn. Niedlich. Lauf nicht zu nah ran, ne? Er ist gefiert. Und tschüss. Tankt der Bronto schon gut? Ja, der Bronto tankt schon. Also er tankt, ich bin halt am überlegen, ob ich halt... Im Zweifel ist es Soap den Spaß halt, ne? Der Typ bleibt da so stehen. Der Bronto kriegt halt schon gut auf den Sack. Kann halt einfach wirklich kurz ranlaufen und placen und boom. Ja, sonst mach halt. Also ich kann auch mit dir da kurz ranlaufen. Ja, lauf noch näher ran kurz. Natürlich kommt jetzt Nebel. Ich bin dran. Uff, ist aus, oder? Ja, oder nee? Vorne noch, nee. Hinten ist aus. Eins schießt aus irgendeinem Grund noch. Ah, hier ist die Box vom Teleporter. Ich kann, ja, ich hab das Outlet. Stone. Ist alles aus? Ja, reinpushen. Oh, der Typ fällt runter. Oh. Ja, hoffentlich hat der Apfel dich getakeholt. Nee, hat er nicht. Aber ich guck mal. Nee, ja, aber also, ne, von wegen Schaden und so ein Spaß, also Bronto ist ein bisschen über Hälfte. Also macht ja, schon Damage. Das ist, wie gesagt, das darf man halt echt nicht mehr drin. Ich meine, gut, das waren jetzt auch 4 Turrets, oder? Das war auch ein Heavy. Es war halt auch ein Heavy dabei, ja. Achso, okay, ja gut. 4 Turrets mit also dem Handy, dann waren 5 ohne Heavy. Hat ihr denn eine Tech-Schnecke? Ernsthaft? Ja. Nice. Hat er Gaustrecke mal weg. Ich mach hier mal ein bisschen Ramazama. Habt ihr Betten? Jo, gleich. Ja, ich hab noch 3 Minuten. LOL, einer hat gerade einen Kaposochus gezähmt. Also diesen Rainbow. Also was heißt Rainbow? Also einen speziellen. Gezähmt? Ja. Was will man mit einem fucking Capro? Keine Ahnung. Hat die den töten? Oh, Alter, die FPS sind so im Arsch, wenn man das gesprengt hat. Ja, wenn da dieser Rauch so ist. Hier ist noch ein Fiomia. Wir hatten 3 Bier, das ist gut. Nehmen wir mit. Wie heißt die Schnecke? Kunigunde? Was ist das denn für ein Name? Also die heißt bei jedem anders. Ja, bei mir heißt sie Greta. Bei mir heißt sie auch Kunigunde. Nice. Ja, was Interessantes drin? Bier war auf jeden Fall drin. Was meinst du eigentlich? Sattel. Ein Teddy-Sattel. Kühler-Sattel. Oh lol, nice, übel der Jackpot. Kühler Sattel, oh mein Gott. T-Rex, so ein Shit. Ja, pack halt schon mal in den Bronto oder so rein. Wollen wir auch hier wieder Rohmetall mitnehmen? Ja, why not, ne? Apfel, du kannst also, dann mit dem Bären. Aber hier liegt einiges an Rohmetall rum. Kann ich machen dann. Aber ich hab die blöde Sattel. Hab noch eins. Ja, haben wir schon. Hab noch 1,40. Denk dran, 3 Minuten ist halt Pause, ne? Hm. Jo. Ja, dann soll Apfel sich selbst einfach gleich aufheben. Hier ist auch geschmolzenes Metall. Die sind 2,5 K geschmolzenes Metall. Also der Bär war halt schon cool. Jo, das ist halt die Forge. Skywacer mit 2,5 K. Vor allem die bauen halt direkt neben einem anderen Tribe. Die können doch nicht serious sein und da kein Metal draus machen.
Ja, die hatten auch über 1050 Armor Trike, ja auch. Ja, die haben halt auch 4000. Auch reinlegen, ne? Aber ja, 4000 Perlen wieder. Alter. 400 Elektronen. Ja, dann beladet die Viecher halbwegs und dann kommt der Bär und holt gleich das Metal ab. Sag mal, schießt dann ein Crossbow? Rama, hast du keine Chest dann? Ne, hab ich gerade gemerkt. Alter, Hecke, ich bin raiden. Nein, die ist kaputt gegangen. Die hab ich kaputt im Inf. Die haben sie mir wahrscheinlich das eine Turret, was von uns geschossen hat. Also dann sollten wir vielleicht trotzdem, also den Teleporter können wir theoretisch stehen lassen. Wir gehen einfach von hier aus gleich zurück und retzen halt den Bronto vielleicht noch einen Augenblick. Und im 2v2 gehen wir dann, ja, keine Ahnung. Also ich würde halt jetzt nicht mit dem Half-Life Bronto dann auf die anderen direkt weiter drauf rennen, ne? So, zumal halt die Base ja wahrscheinlich etwas bedrohlicher sogar ist. Ja, wobei, also die haben halt 5 Normals gehabt, ne? Was? Ach so. Also ja, dann anderen. Eher nicht. Also ähnlich bedrohlich. Lol. Ne? Was los? Bei 50-15 ist ein Aberrant an Kilo. Also ein Aberration an Kilo. Okay. Wir würden ein Kilo haben, hä? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich meine, Operation ein Kilo ballert halt rein. Warum jo, alles klar. Normal, ne? Hidepants BP mit 540 Dura. What? What the fuck, man? Lol, die Handschuhe. Die Schuhe haben auch 500. Was? Nice. Und die Handschuhe haben halt auch 350. Nee, klappt nicht. Wie kann man so viel Zeug in so einer Base haben? Mach mal kurz Pause. Ja, es lohnt halt schon, sowas aufzumachen, ne? Mama mia.